jetzt mit dem eigentlichen Thema an. Und zwar habt ihr ja gesehen, dass die Höhle der Löwen im März gestartet ist, wieder mit einigen Deals oder auch Nicht-Deals. Und ich freue mich jetzt einfach darauf, mit dem Alex ein bisschen über die Höhle der Löwen zu reden. Du bist ja eigentlich mit den Löwen per Du. Du kennst sie ja alle auch persönlich, soweit ich weiß. Und weißt ja auch immer von den Deals eigentlich schon so mit als Erster. Erzähl doch einfach mal, wie war die Staffel? Was waren aus deiner Sicht richtig gute Deals? Wer hat es vielleicht nicht so gut gemacht? Ich übergebe mal an dich. Ja, sehr gerne. Also, hallo. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich wollte euch ein bisschen was über die Höhle der Löwen heute erzählen. Ich stelle mich auch noch mal ganz kurz vor. Der eine oder andere kennt mich ja vielleicht schon, der andere noch nicht. Ich bin Alexander Hüsing. Ich habe 2007, vor 13 Jahren, deutschestartups.de gegründet. Und seitdem bin ich unterwegs und schreibe und berichte über die deutsche Startup-Szene, rein digital. Und bin ein Kind des Ruhrgebiets, in Bottrop geboren, 1974. Und unterstütze den Ruhrhub jetzt schon seit einigen Jahren. Und helfe sozusagen dem Ruhrhub Aufmerksamkeit zu bekommen und helfe den Startups aus der Region Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist sozusagen so mein Auftrag, mein zentraler Auftrag. Und im letzten Jahr haben wir ein Buch über die Startup-Szene im Ruhrgebiet geschrieben, Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher. Also wer sich für die Szene im Ruhrgebiet interessiert und das Buch noch nicht kennt, noch nicht gelesen hat, dann kauft es jetzt. Und ja, jetzt legen wir, glaube ich, mal los mit dem eigentlichen Thema. Du hast es gesagt, Janina, die Höhle der Löwen. Ich begleite die Sendung seit Anfang an. Als das Joe vor etlichen Jahren gestartet ist, 2014, glaube ich, die erste Staffel, da waren wir mit Deutsche Startups so eins der wenigen Medien, die überhaupt über die Sendung berichtet hat. Heute berichten ja auch selbst Stern.de und viele Mainstream-Medien bis zum Bild über die Sendung. Das hat sich auf jeden Fall massiv verändert. Und was sich auch verändert hat in den letzten Jahren, ist halt die Qualität der Deals. Also in der ersten Staffel, glaube ich, Frank Thelen brachte es mal auf den Punkt, in der ersten Staffel waren die Löwen so verzweifelt, dass sie einfach viele Deals gemacht haben, obwohl sie eigentlich gar nicht machen wollten, einfach um einen Deal zu machen. Und dementsprechend, das hat sich gebessert. Ich glaube, in der aktuellen Staffel, die ja die siebte ist, wobei man immer einschränken muss, also es sind eigentlich ja noch Sachen aus dem vergangenen Jahr. Die neuen Folgen werden gerade gedreht. Und was wir im Moment auf Vox sehen, sind quasi noch Sachen aus dem vergangenen Jahr. Und die Sendung läuft halt für Vox so gut, dass sie nicht nur im Herbst ein Highlight haben wollen, sondern auch im Frühjahr ein Highlight haben wollen. Und das funktioniert ja gut. Was wir, glaube ich, jetzt bei der aktuellen Ausgaben sehen, ist, dass im Vergleich zum letzten Jahr halt wieder mehr Deals platzen. Das liegt aber auch vielleicht daran, weil halt schon sehr viel Zeit seitdem vergangen ist. Und wenn Sachen, also in der Regel wird ja im Frühjahr aufgenommen und im Herbst ausgestrahlt bisher. Und da reicht manchmal die Zeit nicht, um die Deals alle vorzubereiten. Deswegen sind die dann da noch nicht zustande gekommen, aber noch nicht geplatzt. Aber jetzt sind halt etliche schon geplatzt. Und du hast gefragt, was so meine Highlights sind. Also ich fange mal mit der aktuellen Staffel an. Also natürlich ist Renja natürlich mein Highlight. Ne? Also ich habe danke. Auch noch eine Probe, eine Packung. Also es schmeckt wirklich sehr gut, tolles Produkt. Es gibt ja einige Startups in dem Segment, die unterwegs sind, damit so Beef Jerky machen. Und euer Produkt ist wirklich außergewöhnlich, aber das jetzt nur so als kurze Werbepause. Was ich wirklich spannend finde, also mein Problem ist ja häufig, dass viele Sachen, die bei der Höhle der Löwen stattfinden, nehmen wir jetzt mal Food-Produkte außen vor, da hat sich ja die Szene auch massiv gewandelt. Da gibt es ja auch Millionen Deals mittlerweile in der gesamten Szene. Aber viele Deals, sagen wir jetzt Abfluss, Fee, Rostschreck und wie sie alle heißen, sind halt Produkte für den Einzelhandel. Die kann ich teilweise online noch nicht mal kaufen. Also das ist für mich immer so ein bisschen enttäuschend, weil wir natürlich mit deutschen Startups einfach Digitalprodukte fördern wollen und Unternehmen fördern wollen. Und da ist aus der aktuellen Staffel ein Beispiel, gibt es, die das perfekt kombinieren. Das ist Hardware. Das ist hier ein Blumentopf. Das ist Lazy Leaf aus Esslingen. Die waren vor einigen Wochen auch in der Sendung. Und die haben quasi einen smarten Blumentopf entwickelt. Also jeder, der keinen grünen Daumen hat, kann mit diesem Topf
wer sich auflädt und so weiter in die Küche stellen. Ich glaube, der eignet sich halt auch besonders für Basilikum und andere Kräuter. Also ich würde da jetzt keine Topfpflanze reinsetzen, das wäre, glaube ich, Verschwendung. Aber Basilikum, glaube ich, kennt jeder, der irgendwie einen Kräutergarten in der Küche oder auf der Terrasse hat. Das geht alles immer ein. Man weiß nie, gießt man zu viel, gießt man zu wenig. Und dieses Produkt hier, was wirklich irgendwie sehr, sehr gut gelungen ist, also so schöne Verbindung aus toller Hardware und vor allen Dingen smarter Hardware und einer Sache, die wirklich hoffentlich sich auch gut verkauft. Also das haben schon viele versucht, aber ich finde dieses Produkt wirklich sehr gut und die haben es halt wirklich auch bis zur Marktreife und bis quasi ja zur Massenproduktion geschafft. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das im Markt durchsetzen wird. Mhm. Und ich kenne natürlich, das darf keiner wissen, einige Deals, nicht alle immer, kenne ich natürlich vorher. Der eine oder andere verrät es mir ja unter dem absoluten Stillschweigen und da nenne ich auch keine Namen. Und dementsprechend ist für uns ja auch immer ganz gut zu wissen, mit wem lohnt es sich nochmal ausführlicher zu sprechen und was verändert sich auch. Und was ich wirklich spannend finde, deswegen ist es für mich so spannend zu erfahren, wo passiert vielleicht ein Deal. Also ich kenne viele Produkte, wenn sie in der Sendung vorgestellt werden und ich kann dann auch im Hintergrund verfolgen, was haben die Löwen quasi im Hintergrund, seitdem der Pitch aufgenommen worden ist, erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr zu, wie hat sich das Produkt verändert, also auch designtechnisch und so weiter. Und das sind teilweise wirklich faszinierende Sachen drunter. Ich erinnere mich an einen Fall, das war auch ein Deal von Ralf Dümmel. Das war ich glaube, es war sogar die Abflussfee. Und der Erfinder, der Gründer, hatte die Abflussfee halt in einem Karton gehabt, wo quasi oben der Karton offen war, wo man das Produkt halt sehen konnte und auch anfassen konnte. Und stellt man sich als Gründer, als Erfinder immer so toll vor. Und wenn dann jemand kommt aus dem Handel, der da wirklich seit Jahrzehnten Erfahrung hat, das sieht, der sagt sofort, das kann man so nicht machen. Weil bis das Teil im Handel ist, ist die Oberfläche so zerkratzt, dass das Ding kein Mensch mehr kauft. Und ich glaube, das sind häufig auch so die Effekte, die die Löwen auf die Produkte haben, die man gar nicht so sieht. Also oftmals geht es ja auch gar nicht um die 100 oder 150.000, 200.000 und ob die jetzt 10% Anteile oder 20% Anteile haben, ist manchmal echt egal. Ja, im Hintergrund, was passiert im Hintergrund, wie wird das Produkt wirklich für den Massenmarkt tauglich gemacht? Und das sollte man auf jeden Fall im Auge haben. Wer vor 3 Millionen Zuschauern sein Produkt vorstellt, der sollte damit rechnen, dass es am nächsten Tag gekauft wird, selbst wenn man keinen Deal bekommt. Und da gibt es auch die hanebüchsten Geschichten von Websites und auch Gruß an Frank Thelen, Deals von Frank Thelen, wo die Website dann irgendwie abgeschmiert ist und so weiter. Oh. Also das passiert alles. Und häufig werde ich gefragt zur Sendung, also wie echt ist das eigentlich alles? Das ist eine Fernsehsendung, klar. Das ist zugespitzt, klar. Aber ich war auch schon im Studium. Ich konnte mir, es waren glaube ich 4 oder 5 Pitches, konnte ich mir an einem Tag mal anschauen. Ich konnte sehen, wie die Löwen quasi das Ganze handhaben, wie die Gründer das handhaben. Und ich habe schon viele Pitches gesehen. Also ich meine, ich mache seit 20 Jahren Startup-Berichterstattung. Und da waren Pitches drunter, die dauerten 1 Stunde. Das kann man natürlich nicht im Fernsehen ausstrahlen, einfach weil niemand guckt sich einen Stunden-Pitch an mit Vorstellungen und den ganzen Gesprächen hinterher. Und das dauert teilweise noch länger. Also es gibt Gründer, die durchaus sagen, sie waren dann 2 Stunden lang im Studio, bis dann mal der Deal irgendwie fertig war. Dann haben sie noch irgendwie den anderen Gründer, der nicht mitkommen konnte, per Telefon befragt und so weiter. Das heißt, das dauert richtig, richtig lange. Und was ich aber sagen kann, ist, es wird da nichts gestellt. Also da haben die jetzt nicht extra für mich irgendwie eine Show abgezogen. Ich erinnere mich an 2 Situationen, da hat die Regie dann im Nachhinein gesagt, so, oh, da müssen wir nochmal nachlegen. Das war einmal ein Löwe, der eine Frage gestellt hat. Da war irgendwas auf der Tonspur nicht okay. Und ein Gründer hatte irgendein Gerät, seine Hardware in der Hand und die machte Geräusche in dem Moment, in dem er auf eine Frage antwortete. Und da war dann auch die Anweisung, das müssten wir leider nochmal machen. Ansonsten ist das... Gut. Genau, ansonsten ist das wirklich, also ich würde mir auch die Rohschnitte der Pitches angucken. Das ist durchaus spannend. Und ja, klar, es wird auch hin und wieder mal was extrem zusammengeschnitten. Aber ich glaube, da hat Fox bzw. Sony, die Sendung produzieren, haben da auch gelernt. Da gab es, glaube ich, mal in der 2., 3. Staffel, das ist auch schon ein paar Jahre her, gab es schon ein paar Fälle, da waren die Pitches so dramatisch zusammengeschnitten,
dass das einfach nicht passte, dass die Gründer sich auch nicht wiedergesehen haben in dieser Zusammenfassung. Also so viel Drama war da nicht. Und ich muss sagen, also ich finde das ein sehr, sehr angenehmes Fernsehformat. Es ist sehr authentisch. Ja, es ist nicht die Wirklichkeit und dieser Handschlag oder die Umarmung am Ende, wenn es einen Deal gibt, das ist nicht der wirkliche Deal. Also da stehen ja juristisch auch noch ein paar andere Sachen dahinter. Aber es ist zumindest sowas wie eine Absichtserklärung. Also Letter of Intent ist es auch noch nicht, aber es ist eine Absichtserklärung, dass man sich das vorstellen kann, was zusammen zu machen. Und zu den ganzen geplatzten Deals, ja, es ist halt oftmals danach dann vielleicht der Fall, dass man dann doch merkt, dass man mit dem Löwen nicht, der Löwin nicht zusammenpasst, dass die Vorstellungen, wie man das Unternehmen weiterführen will, dann doch weiter auseinanderliegen als gedacht. Aber oftmals ist es einfach auch, dass die Chemie einfach nicht stimmt. Und das ist im echten Leben ja auch so. Also wenn man mit einem Gründer spricht und man hat so nach dem ersten Gespräch den Eindruck, hey, das könnte passen, und man spricht dann länger miteinander, dann merkt man vielleicht doch so, ha, das entwickelt sich doch alles in andere Richtungen, das funktioniert so nicht. Deswegen platzen Deals. Und es sind ja auch schon Deals geplatzt, weil die Gründer, ich sag jetzt mal, nicht die Wahrheit gesagt haben, weil die Löwen nicht erkannt haben, dass es das Segment halt, dass es 15 andere Wettbewerber in dem Segment gibt, die viel, viel besser dastehen, dass es schwieriger ist. Manchmal geht es auch um Patente. Und wie gesagt, weil ich glaube, in vielen Fällen ist es einfach auch so, dass die Löwen und die Startups, mir sind kaum Fälle bekannt, wo es wirklich irgendwie Krach, extrem Krach hinter den Kulissen gab, wo keiner mehr miteinander sprechen will, sondern eigentlich eher Fälle, wo es ja einfach nicht gepasst hat. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, also ich finde, hatte ich eingangs ja schon gesagt, die Food-Startups, die alle bei der Hülle der Löwen waren, also Little Lunch und zuletzt auch Y-Food, das finde ich, glaube ich, sind schöne Geschichten. Einfach auch, weil das hat, glaube ich, auch dem Segment gut getan, dass es da Aufmerksamkeit gibt für Food-Startups, die auch in den wenigsten Fällen wirklich digital sind, aber trotzdem für uns auch in der Berichterstattung spannend sind. Und ja, die Qualität der Unternehmen, die sich bewirbt, ist deutlich besser geworden. Und ich kann es auch keinem verübeln, wenn er in die Sendung geht und sagt, er will gar keinen Deal. Er will einfach die Aufmerksamkeit, weil das ist eine tolle Plattform. Und wenn es funktioniert und man auch ausgestrahlt wird, dann kann das wirklich das Geschäft... Das ist nämlich das, worauf ich dich jetzt ansprechen wollte. Ich weiß, wir hatten schon mal das Thema die Höhle der Löwen und da war ich total fasziniert, dass es scheinbar viele Startups gibt oder einige Startups gibt, die in der Höhle der Löwen ihren Pitch halten dürfen, aber niemals ausgestrahlt werden. Wie viele Startups kommen da so hin, die man dann einfach nicht sieht in so einer Staffel? Weißt du das ungefähr? Wenn man davon ausgeht, dass pro Staffel, jetzt, wenn es jetzt irgendwie sagen wir, 10 oder 11 Folgen sind und in jeder Folge sind teilweise 5, 6 Startups, je nachdem, wie eng das zusammengeschnitten ist und wie gut das passt, dann kann man ja schon mal hochrechnen, wie viele Startups ausgestrahlt werden. Also das sind teilweise 60, 70 Startups pro Staffel. Und im Studio sind auf jeden Fall deutlich mehr. Weil natürlich bekommt nicht jedes Startup einen Pitch, also einen Deal. Mhm. Wobei, da gibt es auch Ausnahmen. Es gibt sogar Startups, die einen Deal bekommen haben, die nicht ausgestrahlt worden sind. Da gibt es auch ganz dramatische Fälle, die das erste gefühlt so, glaube ich, 24 Stunden vorher erfahren haben, dass sie leider doch nicht ausgestrahlt werden. Also Lager vollgepackt, Technik eingekauft, eingetütet und dann erfährst du irgendwie kurz vorher, ihr werdet doch nicht ausgestrahlt. Also Worst Case, den man sich vorstellen kann. Und ich glaube, pro Staffel sind es halt teilweise 150 Startups, die ihren ihre Produkte vor der Jury präsentieren dürfen. Und dementsprechend gibt es halt eine relativ große Quote von Unternehmen, die niemals ausgestrahlt werden. Und ja, also man kann sich das wünschen oder halt man kann drauf setzen, aber man kann halt nicht wirklich final sagen, selbst wenn ich einen Pitch habe, komme ich in die Show und kann mich vorbereiten. Und das ist, glaube ich, für die Startups, die es getroffen hat. Und also ich glaube, es 3, 4 sind mir bekannt, die einen Deal hatten, die niemals ausgestrahlt worden sind. Echt? Und die auch den Deal durchgezogen haben, also die tatsächlich auch dann die Unterstützung der Löwen bekommen haben und trotzdem nie im Fernseher waren? Genau, richtig. Also da gibt es auch Fälle, wo Löwen investiert haben, wirklich tatsächlich investiert haben und das ist nie über den Bildschirm geflimmert. Darfst du uns sagen, wer das ist? Also hast du da ein Beispiel für uns? Oder?
Ich krame gerade in meinem Kopf. Ich glaube, es war in der letzten Staffel, das war ein Startup, das irgendwo, glaube ich, auch im studentischen Segment tätig war. Also die sind das auch, die haben das danach auch sehr öffentlich gemacht. Also mir fällt jetzt gerade der Name wirklich nicht ein. Ich glaube, StudiDrive oder sowas in der Art müsste es gewesen sein. Das habe ich, glaube ich, gehört davon, ja. Ich erinnere mich. Die wirklich da sehr, sehr kurz, glaube ich, in der letzten Sendung sollten sie ausgestrahlt werden und es dann irgendwie am Montag vorher erfahren haben. Boah. Aber die haben es halt gut gemacht. Die haben halt wirklich, sind dann hingegangen und haben das öffentlich gemacht, um halt noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das hat für die, glaube ich, noch gut funktioniert, weil sie halt dadurch dann auch Berichterstattung bekommen haben. Hier das Startup, das zwar einen Deal bekommen hat in der Show, aber nicht ausgestrahlt worden ist. Und dementsprechend hat das für die wahrscheinlich dann auch ganz gut funktioniert. Also PR hilft immer. Wie war das bei dir, Alex von Renja jetzt? Wann habt ihr erfahren, dass ihr ausgestrahlt werdet? War das bei euch von Anfang an klar, oder? Also man erfahrt von Anfang an, sage ich mal, wenn das Ganze im Kasten ist, dann kriegt man schon mal Feedback, ja, das wirkt so, als könnten wir das ausstrahlen in die Richtung. Okay. Also es war von Anfang an zwar so, dass gesagt wurde, ja, wir nehmen an, dass das ausgestrahlt wird, aber sicher, also die Sicherheit, die wollte niemand geben. Und es geht immer darum, passt es rein in die Staffel, passt es in die Folgen rein, kann man das da unterbringen? Weil Sony hat einen speziellen Auftrag. Sony arbeitet für Vox. Und die haben, deren Auftrag ist, etwas zu schaffen, das der Fernsehzuschauer toll findet. Und da geht es nicht darum, welches Startup wann wie investiert. Ja, da geht es mehr darum, dass man den Fernsehzuschauer eine gute Show liefert. Und ich glaube, wie wir dort waren, Sie haben schon gesagt, ja, 30% der Pitches hier werden nie ausgestrahlt, das kommt vor. Aber man hat uns auch gesagt, ja, wenn man einen Deal hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ausgestrahlt wird, natürlich unglaublich hoch. Und deswegen, also ich glaube, für den Zuschauer ist es etwas verzerrt, dass es so viele Deals gibt, weil so viele Deals gibt es eigentlich gar nicht. Also es kommt viel öfters im Fernsehen zum Deal als in Wirklichkeit. Okay. Ja gut, das ist ja, also das muss ja auch irgendwie so sein. Ich wüsste nicht, wie die Löwen so viele Startups betreuen können. Ja, natürlich zeigt man zuerst einmal die Deals und dann noch andere, wo es nicht geklappt hat. Und ja, es pitchen vermutlich 100 Startups für eine Staffel. Und der Alex hat auch recht, wenn er sagt, das wird halt zusammengeschnitten. Unser Pitch war, glaube ich, insgesamt mit dem Vordreh, weil die waren ja auch bei uns in Schweden. Wir haben ja auch diese Home Story gemacht und alles gemeinsam. Das war ein bisschen mehr als 20 Minuten im Fernsehen. Okay. Und wir standen aber 1,5 Stunden auf dieser Bühne und haben halt mit den Löwen diskutiert. Wahnsinn. Weil man sieht sich ja tatsächlich zum ersten Mal. Das ist echt. Also man kann sagen, vieles ist ein bisschen fake, weil wir gehen normal nicht alle in den gleichen Hemden herum. Also das war schon vom Fernsehen so ein Anliegen. Wir haben gesagt, ja, wie wäre es, wenn ihr so ein Outfit habt? Also das ist schon auf deren Mist gewachsen, wie wir da hinkommen. Aber im Großen und Ganzen, also dieser Pitch selbst, der ist echt und angeblich, wenn das stimmt, was die uns erzählen und wie das wirkt, dann wissen die Löwen auch tatsächlich nicht, wer da pitchen wird. Und das heißt, du kommst dahin und du hast die Möglichkeit, denen einen perfekten Pitch zu liefern. Und die haben vorher noch keine Ahnung, wer du bist. Das heißt, diese ganze Überraschung in der Show und wie die damit umgehen, das ist alles echt. Und natürlich dauert es dann länger, bis die entscheiden, ob das interessant ist. Da kommen dann Fragen, die halt vielleicht fürs Publikum jetzt nicht unglaublich interessant sind. Ja, da geht es dann teilweise um Finanzen. Ich würde das selber vielleicht leicht kritisieren, dass das im Fernsehen vielleicht zu kurz kommt, was die Wahrheit hinter das Unternehmen ist. Und wie der Alex sagte, das kommt dann im Anschluss teilweise nicht zum Deal, weil man sich halt nicht kennt und weil man was pitcht, wo der jetzt nicht nachgoogeln kann, ob das auch stimmt. Das heißt, ich kann dem jetzt mal alles erzählen, der muss mir das glauben.
Und die steigen dann ein und im Nachhinein kann es natürlich ein Mismatch geben, weil halt der Gründer vielleicht was Falsches erzählt hat, beziehungsweise weil der Löwe sich das vielleicht anders vorgestellt hat, als es in Wirklichkeit ist. Alex, Alex Hüsing, ist es tatsächlich so, dass die Löwen vorher nicht wissen, welche Startups sie zu sehen bekommen? Weißt du das? Also an dem Tag, an dem ich da war, kann ich auf jeden Fall unterschreiben, alles stattlich erklären, dass die Löwen wirklich gar keine Ahnung hatten davon, wer an dem Tag in die Show kommt. Das ist wirklich so, wie man es ja teilweise auch von den Pitches sieht. Die sehen die Aufbauten im Studio, wo das Startup halt irgendwo irgendwie bebildert wird, irgendwie in eine Kulisse gestellt wird und fangen an zu raten und zu rätseln. Was kommt denn da jetzt? Was ist denn das hier irgendwie? Was könnte das sein? Und ich habe ja auch hinter die Kulissen blicken können, also die Löwen und das Team der Löwen, also die haben ja auch ihre Mitarbeiter dabei im Studio, die sitzen alle in einem Raum, können auch nur über Monitore zusehen und die Gründer werden an diesem ganzen Gang vorbeigeschleust und gehen über einen anderen Eingang quasi in das Studio rein. Wobei das auch noch ein anderer Aufbau war damals, als ich da war. Das ist, glaube ich, als Alex von der andere Alex da war, glaube ich, war das dann schon das neuere Studio. Also ich kann sagen und würde das auch eidesstattlich erklären, die Löwen sehen die Startups vorher nicht und wissen auch gar nicht, was die Startups machen und wer an dem Tag wirklich im Studio ist. Und teilweise ist ja auch so, ich glaube, die Gründer können auch nicht sicher sein, dass sie an dem Tag ins Studio kommen, weil wenn so ein Pitch dann wirklich 2 Stunden dauert und man dann irgendwie schon um 23 Uhr irgendwie bei den Aufnahmen ist, dann kann es auch durchaus sein, dass man nochmal nach Hause geschickt wird und das am nächsten Tag stattfindet. Oder aber man pitcht dann halt irgendwann um 1 Uhr nachts seine Idee. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, da die Aufmerksamkeit als Gründer dann hochzuhalten, ist auch extrem schwierig. Ja, wir haben gerade die erste Frage bekommen im Chat. Und zwar, Alex, was meinst du, was ist das mittlerweile erfolgreichste Startup dieser DHDL-Staffel? Also jetzt von dieser Staffel, da würde ich mich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist alles noch relativ frisch und ich glaube auch, die Corona-Krise hat da auch voll durchgeschlagen, weil natürlich jetzt viele Sachen, die im Einzelhandel platziert worden sind, nicht gekauft werden konnten. Ich glaube, bei der Staffel muss man noch ein bisschen abwarten, was passiert und wer sich da wirklich durchsetzen kann. Und ich weite das aber nochmal aus. Also auch insgesamt, glaube ich, wenn man sich anguckt, und es gibt ja da auch Löwen, die Verkaufszahlen, Umsatzzahlen, die durch die Sendung generiert werden, preisgeben, dann muss man sich auf jeden Fall auch so Produkte wie Abflussfee, die hatte ich ja schon erwähnt, und den Roststeck angucken, weil die haben mittlerweile wirklich extrem hohe Abverkaufszahlen im Einzelhandel. Wenn man da wirklich, ich glaube, insgesamt irgendwie Millionen Stück von verkauft, das hätte es ohne die Sendung nicht gegeben. Und was ich auch noch ganz spannend finde, ist Smart Sleep. Das sind Pillchen, Pülverchen zum Thema irgendwie besser schlafen. Ich glaube, die sind auch extrem gut unterwegs. Und so aus dem App-Digitalsegment ist, glaube ich, nach Finanzguru als App extrem erfolgreich und konnte danach, glaube ich, auch nochmal stark wachsen. Und aber auch wenn man sich anguckt, so Unternehmen wie Artnight, die sind wirklich, glaube ich, da hat Georg Kofler investiert, glaube ich, vor 2 Jahren. Und die haben durch die Sendung wirklich einen extremen Boost bekommen. Da hatten wir auch mal einen Artikel auf Deutsche Startups mit einer der Gründerinnen, die dann nochmal wirklich erzählt hat, wie ihr Startup quasi von 4 Mitarbeiter auf, glaube ich, 40, 50 gewachsen ist. Und das hätte es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ohne die Sendung nicht gegeben. Und ja, aber die leiden jetzt natürlich auch. Also deren Geschäft ist ein Offline-Online-Modell und deren Geschäft liegt jetzt auch komplett brach. Und die versuchen das, wie wir das hier auch mit dem Frühstück machen, ja auch ihre Events digital umzusetzen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das funktioniert. Und das war genau das Startup, das ich sowieso ansprechen wollte, weil ich die tatsächlich auch eine Zeit lang verfolge. Die haben ja Plant Night noch gemacht und Bake Night und irgendwie ihre Produktpalette praktisch endlos erweitert und jetzt plötzlich kommt Corona und es gibt irgendwie gar keine Möglichkeit mehr. Die müssen von jetzt auf gleich ihr ganzes Geschäftsmodell umbauen, weil sie einfach keine Events mehr stattfinden können. Das ist ja eigentlich der Worst Case, was so einem Startup passieren kann in der Situation, wo man einfach gerade ein Riesenwachstum eigentlich erlebt.
das ist auf jeden Fall das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, weil die können ja wirklich nur, also die konnten bisher nur Offline-Events. Das haben sie ziemlich gut gemacht, das haben sie ziemlich ausgewalzt und mussten dann gefühlt innerhalb von wenigen Tagen halt, glaube ich, wenn nicht hunderte, wenn nicht sogar, glaube ich, 1000 Events absagen, weil sie ja einfach das nicht mehr in den Bars und Clubs halt stattfinden lassen können. Und im Grunde bist du da dann erstmal nur damit beschäftigt, dein eigenes Unternehmen gefühlt fast zu beerdigen. Aber zumindest haben sie die Chance genutzt oder versuchen es jetzt daraus ein Digitalformat auch zu entwickeln. Und naja, in Krisenzeiten muss man halt kreativ sein und vielleicht hilft es, vielleicht funktioniert das auch. Also ich kann es mir auch erstmal schwer vorstellen, dass man so ein Eventformat dann auch, ich meine, es geht ja teilweise um, also Artenheit sagt es ja schon, also man trifft sich, macht so ein bisschen Mal nach Zahlen in geselliger Runde. Man könnte das auch als kleines Datingformat beschreiben oder Leute kennenlernen. Und ob das jetzt dann auch digital funktioniert, müssen wir schauen. Also, aber da gibt es ja auch andere Startups, also Urban Sports Club mit einer Fitnessstudio, Flatrate, deren Geschäftsmodell ist auch weg. Ich meine, man muss schon sagen, als Startup glaube ich, dass man vor allem, wenn man halt wenig Fixkosten hat, hat man da schon noch den Vorteil, dass man halt da vielleicht durchkommt, wenn das ein paar Monate dauert. Ich glaube, es trifft andere viel, viel mehr, die halt monatlich ihre Kosten zu bezahlen haben, jetzt aber die Umsätze wegbrechen. Ich meine, wir bei Renia, wir haben jetzt 80% bestimmt weniger Umsatz als davor. Das hört sich krass an, aber wir haben auch sehr, sehr wenig Fixkosten. Also wir haben ein paar Sachen wie, weiß ich nicht, Leasing für den Laptop und Handyrechnung, die jeden Monat kommt und einen kleinen Kredit, den wir noch bezahlen, den wir jetzt, glaube ich, gestundet haben auch. Aber im Endeffekt, die Fixkosten sind sehr, sehr gering. Und ich glaube, da können viele durchtauchen, so Startups, weil man hat ja nicht so die großen Anlagen, die einfach jeden Tag Geld kosten, wenn sie nicht betrieben werden. Und ich meine, wenn man ein Geschäftsmodell hat, das halt auf Events aufbaut, das ist halt fatal. Da ist man halt dann von 100 auf 0. Aber ich denke, auch da kann man sich überlegen, gibt es Alternativen? Könnte man, ich weiß jetzt nicht, wie die Gesetze in Deutschland sind, aber könnte man das privat anbieten, dass man sagt, ich gebe dir die Tools, mach das selbst. Ja? Zum Beispiel, ich lege dir die vor die Tür, ich sehe dich gar nicht und mach das selbst. Keine Ahnung. Ja? Aber man muss sich das überlegen. Ich glaube tatsächlich, ich habe einen Artikel gelesen, dass die das so gemacht haben, dass man sich sozusagen sein Art-Kit bestellen konnte online und das dann geliefert bekommen hat. Und ich weiß nicht, ob dann Events stattfanden, digitale. Vielleicht weißt du das besser, Alex? Also zumindest war das so angedacht. Ich habe jetzt auch nichts gesehen, wie das wirklich funktioniert und ob das funktioniert hat. Also ich hatte, glaube ich, vorher noch mehr mit Ihnen gesprochen, dass Sie das alles vorhaben und hofften, dass es funktioniert. Ja, aber dann, ich habe jetzt gerade noch eine Frage gesehen hier im Chat. Wie gesagt, bitte, bitte stellt eure Fragen, wenn ihr welche habt. Ihr könnt die Hand heben und ich gebe euch Sprecherlaubnis, wenn ihr direkt Fragen stellen wollt zu einzelnen Deals, auch aus der Staffel. Ansonsten ist jetzt hier eine Frage vom MZ und zwar, ist DHDL eher eine moderne, unterhaltsame Form des Teleshoppings, Werbefernsehens, in dem Produkte vorgestellt und am nächsten Tag im Geschäft zu kaufen sind? Den Eindruck kann man manchmal haben und ich glaube, also Schuld daran, in Anführungsstrichen, trägt vor allen Dingen ja Ralf Dümmel, der mittlerweile ja, es dümmelt ja in jeder Folge, einmal, wenn nicht zweimal, also der macht Deals am laufenden Band und liegt da oftmals auch richtig. Er lag aber auch schon total daneben mit dem Pannenfächer, das war so ein sag ich mal, verrückte Erfindungen, die man an den Straßenrand stellen sollte bei Unfällen oder sonstigen Pannen und direkt darauf schreiben konnte, was oder der Fächer bot direkt mehrere Auswahlmöglichkeiten irgendwie, ich brauche Bier, brauche Benzin, brauche sonst was. Ja, ja. Ich glaube, davon sind mehr Teile im Lager geblieben und wurden verramscht, als tatsächlich verkauft worden sind. Ja, das kann man, glaube ich, durchaus kritisch sehen, also ich finde das auch nicht unbedingt schön, dass es nur noch um Produkte geht, aber Ralf Dümmel als der Regallöwe, wie ich ihn immer nenne, das ist nun mal seine Aufgabe und
das ist sein Metier, da sieht er seine Aufgabe drin und es funktioniert ja in vielen Fällen. Und ich finde es eigentlich eher positiv, dass es gerade für, also das waren immer so, ich meine, deutsche Startups machen wir jetzt schon ein paar Jahre, hatte ich gesagt, das sind immer die Fälle oftmals gewesen, die in den letzten einem Jahrzehnt häufig bei mir gelandet sind. Ich habe das und das Produkt, ich bin aber sozusagen nur der Erfinder, ich habe das nur irgendwie so halbwegs zum Prototypen gebracht, ich komme da nicht weiter und wo kann ich mich denn hinwenden? Und die alle haben zumindest bei Ralf Dümmel eine Chance gefunden, dass ihr Produkt professionalisiert wird. Ich glaube, Renja war da schon deutlich weiter als etliche andere Produkte, die teilweise bei Dümmel durch die Maschinerie laufen. Und dementsprechend, ja, teilweise sehe ich das auch kritisch, weil ich natürlich für deutsche Startups lieber auch Food- oder Digitalunternehmen habe, die deutlich näher an unserer Berichterstattung sind. Aber ich glaube, es tut dem Unternehmertum in Deutschland gut. Und das sollte man immer irgendwie auch positiv sehen. Definitiv. Also die Show hat definitiv in Deutschland dazu beigetragen, dass Leute, die ihr eigenes Ding machen wollen, nicht mehr nur total belächelt werden. Also selbst meine Schwester guckt die Höhle der Löwen, die hat mit Selbstständigkeit, Unternehmertum und so weiter nicht wirklich was am Hut, aber auch sie findet es spannend zu sehen, was Leute sich ausdenken und wie diese Produkte halt einfach im Markt fertig gemacht werden. Ja. Ich glaube, man sollte Ralf Dümmel von Beginn an verstehen, ja, wo der herkommt und was der davor gemacht hat und Ah, du stockst gerade ein bisschen, Alex. Tatsächlich. Soll ich nochmal beginnen? Bitte sag's nochmal. Ich glaube, man sollte versuchen, Ralf Dümmel und sein Unternehmen von dort zu verstehen, wo es herkommt. Der Ralf, der kommt aus diesem Haushaltsgerätebereich, ja, viel mit Teleshopping und so. Und der so smarte Tools für zu Hause. Und der solche Sachen verkauft er sehr, sehr gut. Er weiß genau, wie das funktioniert. Und er investiert in die Höhle der Löwen in Projekte, die er selbst versteht. Und das ist ihm, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, bei so Hightech-Sachen oder wenn es jetzt komplexere Dinge wird, wo man irgendwas studiert haben muss, dann macht er da nicht mit. Wenn es aber was ist, was er sagt, der einfache Kunde versteht das. Und das kann ich ins Regal stellen. Dann fällt ihm das. Und er hat halt begonnen mit diesen Sachen wie Haushaltsgeräten, macht aber mittlerweile, ich glaube, seit der Staffel vor uns schon auch eben Essensprodukte, weil die passen ihm dann auch rein. Und ja, ich glaube, er hilft sehr vielen von diesen Prototypen auch wirklich dann in die Regale zu kommen. Für uns war das jetzt nicht so das Allerwichtigste, sage ich mal, aber ich glaube, für andere kann das eine riesengroße Hilfe sein. Die würden sonst vielleicht niemals irgendwo im Regal kommen. Und ich weiß, dass auch von anderen Unternehmen, die wir kennengelernt haben während dieser Zeit, dass die zum Teil halt ganz unterschiedliche Modelle haben. Dass bei manchen Produkten Ralf Dümmel das mit seiner Firma unter Lizenz produziert und die einfach nur Lizenzgebühr bekommen oder so. Und bei anderen hilft er halt diesen Prozess, wie der Alex Hüsing richtig sagt, zu professionalisieren und dann halt auch massentauglich zu machen, dass man also in diesen Quantitäten produzieren kann, die nötig sind für den Massenmarkt. Ne? Alex, wenn wir jetzt gerade bei dir sind, dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Wir haben nämlich ein paar Fragen auch wieder reinbekommen. Und ich glaube, das ist eigentlich der richtige Übergang, jetzt einmal bei dir nachzufragen. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, euch bei Die Höhle der Löwen zu bewerben? Wie lief dieser Bewerbungsprozess ab und der Pitch? Und die Frage, die vom Kalle kam, vom Kalle Kroll, war, wie haben euch die Löwen dann bei der Skalierung eures Produkts unterstützt? Also vielleicht fängst du mal von vorne an. Machen wir es ganz langsam nacheinander. Ja. Willst du beginnen mit, wie sind wir auf die Idee gekommen? Genau, gerne. Ja, ich muss sagen, wir haben ja zusammen in Lund in Südschweden studiert und haben während dem Studium unser Produkt Renja, Trockenfleisch vom Wild, also ganz zuerst eigentlich nur vom Rentier, als dieses exotische, skandinavische Produkt entwickelt, haben dann relativ bald ja im Tourismus vor allem recht viel verkauft. Und das hat uns als Startup, sage ich mal, auch
auch dorthin geholfen, wo wir auch sind. Also ohne den Tourismus hätten wir es vermutlich nie geschafft. Also wir haben halt gesagt, gut, Rentier, Trockenfleisch, es gibt jetzt Beef Jerky, Rentier Jerky gab es noch nicht. Und auf einmal wollen alle Chinesen und alle Amerikaner und alle deutschen Touristen Rentier Jerky kaufen, wenn sie es im Souvenirshop sehen. Das hat gut funktioniert. Und man hat halt Freunde dann aus der Heimat. Ich bin selber aus Graz, aus Österreich. Mein einer Businesspartner, der Tim, der kommt aus Stralsund, also Norddeutschland. Und man hat halt seine Verwandten, Bekannten, die wissen, was man macht. Und mir ist das öfter passiert und auch dem Tim, dass irgendjemand gesagt hat, warum bewerbt ihr euch nicht eigentlich bei die Höhle der Löwen? Oder bei dem österreichischen Pendant dazu. Also macht doch da mit, weil ihr seid doch ideales Produkt dafür eigentlich. Das ist doch super fürs Fernsehen. Ihr macht was Besonderes und das kann man gut herzeigen. Macht das doch. Und das kam immer wieder. Und eines Tages sagt der Team so, ja, meine Schwester hat wieder gesagt, warum machen wir nicht bei die Höhle der Löwen mit? Alex, ich melde dich da jetzt an, du als Geschäftsführer, wir schicken dich dahin, du gehst dahin. Und ich sage so, ja, okay, kein Problem, ich mache das. Und der hat dann diesen Bogen und alles ausgefüllt für uns, oder für mich eigentlich. Wir hatten die Idee, dass ich dahin gehe. Er hatte, weil ich damit gar nicht befasst wirklich. Und kurz später habe ich dann einen Anruf bekommen von Sony, wo sie gesagt haben, ja, wir finden das spannend und mit der ganzen Geschichte mit Schweden und allem drumherum. Wir glauben, das könnte einfach richtig gut in die Show passen. Und wir hätten gerne, dass ihr halt so ein Bewerbungsvideo macht. Wir haben dann diverse Unterlagen ausfüllen müssen, noch mehr. Und halt der Team hat mich dann gefilmt, wie ich ein paar Sätze sage, also damit die wissen, wie man auf der Kamera wirkt, weil die wollen auch Gründer, die im Fernsehen halbwegs vernünftig reden können, sage ich mal. Ja, also die schauen sich schon an, wie wirkt der jetzt einmal auf der Kamera. Das heißt, der hat mich mit dem Handy einfach gefilmt und ich habe ein paar Sachen über unsere Firma gesagt und die haben sich dann wieder gemeldet und haben gesagt, ja, sie würden uns gerne alle drei haben. Weil mit der Geschichte und dann wollen wir den Finnen auch noch, wenn er ein bisschen Deutsch reden kann, das ist besonders lustig, weil man muss ja das Publikum machen. Natürlich. Und, ja, und so hat es begonnen. Okay, und dann seid ihr da auch in den Pitch gegangen. Ihr wart wahrscheinlich todesnervös davor. Ich weiß nicht, wie war so dieses Erlebnis, im Studio zu stehen und dann den Löwen auch direkt gegenüber zu treten mit den ganzen Kameras und allem? Also erst einmal ist man, ich glaube, bei mir hat die Nervosität sehr lang gebraucht. Ich habe das eigentlich relativ spannend gefunden und ich habe gedacht, das klappt schon irgendwie. Wir haben, man muss Sony Pictures sagen, sie bereiten einen sehr gut vor. Also man kriegt sehr, sehr gute Instruktionen, wie das sein wird, was passieren wird. Und wir haben ja den Pitch davor geübt. Wir wussten ja, was wir sagen werden. Und man hat tatsächlich ein bisschen Zeit. Also bei uns ging es sehr, sehr schnell. Wir haben am Jahresende, glaube ich, die Bewerbung noch rausgeschickt und ich glaube, Anfang Januar haben sich die gemeldet und gesagt, ja, wäre gut, wenn ihr in 3 Wochen oder was bei uns seid zum Filmen. Okay, wow. Also das war dann ziemlich, ziemlich schnell. Und man weiß natürlich, dass man sich vorbereitet hat, aber dieser Moment, wenn man rausgeht, da ist dann bei mir wirklich auch die Nervosität kommen. Weil man hat so diese eine Chance und man begeht das Set ja auch vorher. Man weiß, wo die Sachen sind und so, das funktioniert alles. Nur man hat zwar dutzende Male geübt, aber im Endeffekt soll es dann halt doch klappen. Und was mir dann passiert ist, ich habe nach der Vorstellung, nach den, glaube ich, ersten 2 Sätzen, hatte ich so ein richtiges Blackout. Und dann standen wir mal da und da kam nichts. Und das ist auch nicht in irgendeiner Weise schlimm, weil die Löwen kennen das. Das passiert quasi jedem zweiten. Und das wird natürlich rausgeschnitten.
weil das ist auch nicht spannend. Also ich habe dann auch nicht irgendeinen Blödsinn gesagt oder so, sondern ich glaube, das Professionellste, was man dann macht, ist, man sagt einfach nichts und wartet einfach diese paar Sekunden, bis es wieder kommt. Und wir standen dann einfach so da und ja, und dann irgendwann dann fiel es mir wieder ein und dann ging es halt weiter. Und diese Stille hat man einfach rausgeschnitten. Also ich glaube, okay, da braucht man keine Angst haben. Die Fernsehstudios, die wollen jetzt, dass das schon gut ausschaut von beiden Seiten. Die haben das einfach rausgeschnitten. Und die Löwen, die kennen das. Also das ist ganz, ganz normal, dass da alle Pitches nicht 100% perfekt ablaufen. Ja. Für mich war das eine ziemliche Erleichterung eigentlich. Also ab dem Moment ging der Pitch wie geschmiert. Ja? Also da war es dann viel leichter. Ist ja auch super für euch gelaufen. Ihr habt ja insgesamt 3 Angebote bekommen, soweit ich mich erinnern kann. Und ihr habt euch dann schließlich für Ralf Dümmel entschieden. Und was jetzt natürlich die Frage auch im Chat war und ich glaube auch die Frage, die meisten interessiert ist, wie ging es danach eigentlich weiter? So wie war die Kooperation? Wie hat euch der Löwe dann bei der Skalierung des Produkts unterstützt und so weiter und so fort? Das geht alles sehr, sehr schnell. Also zumindest bei Dümmel. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Löwen ist. Das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich es nie gemacht habe oder nicht dabei war. Beim Dümmel geht das sehr, sehr schnell. Also man hat diesen Handschlag, diese Umarmung im Dreh. Dann geht man wieder raus und dann dreht man sich in ein Zimmer. Und du hast gerade wieder Unterlagen, also ja, okay. Also das geht bei Dümmel sehr, sehr schnell. Hört ihr mich? Ja. Jetzt ja. Ja, also ich, wie gesagt, ich kann nicht sagen, wie es bei anderen Löwen ist, aber bei dem Dümmel ist das sehr, sehr schnell. Und sofort nach der Aufzeichnung kommt man in einen Raum, wo man halt seine Leute trifft und bekommt sofort Unterlagen, wie das ablaufen wird. Okay. Und da stehen halt schon Details über die Firma drin, da stehen Details drin, mit wem man da jetzt eigentlich einen Deal hat und wie diese Phasen der Kooperation vorgestellt von ihrer Seite eben ablaufen sollten. Und dann geht es eigentlich direkt daran, dass man sagt, wir machen uns einen Termin aus, wo wir uns bei uns, also bei ihm in Hamburg treffen und unsere Kooperation besprechen. Und was hat er dann, also wie ist diese Kooperation dann abgelaufen? Hat er euch mit seinem Netzwerk unterstützt? Hat er euch im Marketing unterstützt? So wie, in welchen Bereichen hat er euch da besonders geholfen? Also die Firma von Ralf Dümmel ist relativ, sag ich mal, traditionell. Die können etwas sehr gut, wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, das du in viele Läden kriegen willst, dann haben die ihre Kontakte. Das heißt, du kommst am Tag nach der Sendung, stehst du dann im Supermarkt. Wenn du es geschafft hast, dein Produkt bis dorthin fertig zu bekommen und in dieser Anzahl herzustellen. Weil das ist dann ja die große Herausforderung. Also du hast diesen Drehtag, das war bei uns Ende Januar. Anfang Februar haben wir uns dann beim Dümmel getroffen und im September die Ausstellung. Das ist ja ein halbes Jahr Zeit. Das hört sich richtig viel an. Die Zeit geht aber unglaublich schnell rum. Und wenn man dann von heute auf morgen ein Vielfaches der Stückzahl herstellen muss wie davor, weil das halt in allen Läden in Deutschland sein soll, im größten Markt Europas, dann, ja, da hat man nicht viel Zeit, dieses Produkt marktreif zu machen. Besonders, wenn man halt ein Produkt aus dem Ausland hat, so wie wir. Das haben wir ja komplett für den deutschen Markt mit deutscher Verpackung und so auch noch entwickeln müssen. Das hat alles natürlich relativ lang gedauert, auch die gesetzlichen Auflagen, weil man ist dann nicht mehr als Startup so ein U-Boot, sondern man ist dann halt überall und da muss man halt wirklich auch wirklich penibel aufpassen, dass man alle Gesetze einhaltet. Und was der Ralf, wie gesagt, sicher kann, ist, dass er durch die Netzwerke, die er hat, dich in die ganzen Regale bringt. Marketingtechnisch, ja, also da muss man schon selber sein Brand sein. Also ich würde sagen, sie sind da sehr traditionell unterwegs. Also für moderne Startups weiß ich nicht. Also ich glaube, das sollte man lieber selber in die Hand nehmen.
abgesehen von der Show halt, die ein riesen Marketing-Event ist. Ja, also wie war das dann für euch? Ihr habt dann den Deal bekommen, ihr standet einen Tag nach der Show im Supermarkt. So, was hat sich für euch dann auch als Firma verändert? Das muss ja Wahnsinn gewesen sein, wie viele Anfragen ihr auf einmal bekommen habt, wahrscheinlich von allen Seiten. Ja, erzähl mal ein bisschen, wie sich dieser Medienhype sozusagen auch auf euch ausgeübt hat. Und direkt im Anschluss gab es noch die Frage vom Stefan. Das ist ja die, dass, ob diesem Hype dann auch so die Puste ausgeht. Und dass man dann, also wie das sich anfühlt, wie das funktioniert. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Also der Hype, der ist riesengroß an dem Tag und die Woche danach. Ja? Also das ist, du wirst ja quasi wöchentlich von einer Neuigkeit wieder abgelöst. Da gibt es wieder neue Deals. Also das ist, natürlich kommt das dann, dass ein paar Leute dich kennen. Und dass die Leute, die sich wirklich mit der Startup-Szene befassen, die das wirklich regelmäßig schauen, die wissen dann alles über deine Firma. Aber ich glaube, der normale oder der durchschnittliche Zuschauer, der hat dich schnell auch wieder in den Hinterkopf gepackt, ja, und hat wieder andere Themen ganz oben. Also der Hype, der verpufft relativ schnell wieder. Okay. Und vor allem, ich meine, die Frage ist ja, lebt man in Deutschland? Ich glaube, für uns wurde erzählt, wenn man in Deutschland lebt, am Tag nach der Ausstellung und die Woche darauf oder so, es würden einen halt relativ viele Leute erkennen und man hätte keine Ruhe. Kann ich nicht sagen, wir leben ja in und wir sind nicht vor. Ja. Also, aber ja. Klar, es ist natürlich schön, wenn man dann diese Medienkontakte hat, zum Beispiel den Alex Hüsing. Wenn ich eine Pressemitteilung habe, dann schicke ich die ihm und dann kann er, wenn er Lust hat, drüber schreiben. Und das ist, ja, ist doch gut, dass man Leute damit informieren kann. Gut, gibt es Fragen von unseren Zuschauern noch an dieser Stelle? Vielleicht auch direkt an Alex. Habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne loswerden möchtet? Nein, du hast alle Fragen wunderbar beantwortet in deinem Vortrag sozusagen. Ja, wir hatten ja gerade gesagt, diesem Hype geht auch die Puste aus. Habt ihr das auch so festgestellt, dass ihr irgendwie am Anfang der Umsatz extrem in die Höhe schoss und es dann irgendwie auch stark nachgelassen habt? Oder ist das dann schon so, dass man relativ schnell Stammkunden kriegt und mehr sich das verbreitet? Also ich glaube, das ist ein bisschen, liegt das auch daran, mit welchem Löwen man einen Deal hat. Weil, oder welche Art von Businessmodell man mit dem Löwen geschaffen hat. In unserem Fall war das so, dass die Firma von Ralf Dümmel einmal 400.000 Stück von uns gekauft hat. Und für eine Firma, die im ganzen Jahr davor innerhalb eines Jahres 80.000 Stück verkauft hat, ist natürlich ein großer Peak. Das ist ein Verkauf. Bei uns ist das sofort in den Büchern drin und im Anschluss verkauft das ja Ralf Dümmel weiter. Das heißt, ich habe mein großes Geschäft ja gleich gemacht. Okay. Genau. Und wenn alles glatt läuft, dann hofft man natürlich, dass die wieder bestellen halt in der Zukunft. Das heißt, ihr werdet jetzt mehr auf den Online-Handel umsteigen oder? Jetzt wegen der Krise, meinst du? Ja, wegen der Krise sowieso, aber weil du sagst, seid ihr trotzdem Produkt für den Einzelhandel, wenn ihr eher als Premium-Produkt auftreten wollt? Oder wie meinst du das? Naja, das bestimmt. Man muss das sowieso so sehen. Also bei die Höhle der Löwen, bei Ralf Dümmel seinen Kanälen, da steht man dann, also solange die Staffel dauert, in den Regalen. Weil wenn man nämlich im Einzelhandel, zum Beispiel bei Rewe oder so, permanent im Sortiment sein möchte, dann braucht man eine Listung in diesem Handel. Und wenn man über die Höhle der Löwen eben bei Ralf Dümmel reinkommt, dann bekommt man ja keine Listung, sondern ist nur in diesem Höhle der Löwen Regal für den Lauf der Staffel eben drin. Aber sobald das vorbei ist, ist man ja eigentlich wieder draußen aus diesem Geschäft.
Und dann muss man sich halt darum bemühen, deine Listung zu bekommen. Und wir haben nur bei vereinzelten Geschäften eine Listung. Das heißt, wir können langfristig natürlich jetzt dort nicht mehr verkaufen. Durch die Corona-Krise haben wir 80% weniger Umsatz. Ich weiß nicht, ob ich das vorher schon erwähnt habe. Ja. Und, na, aber wie gesagt, das ist nur eine kurzfristige Listung. Und dann muss man sich halt darum bemühen, dass man langfristig in den Handel kommt. Und da ist es auch herauszufinden, in welche Geschäfte passt man und in welche nicht. Und der Ralf hat zum Beispiel sehr, sehr starke Verbindungen zu Netto. Und der stellt alles bei Netto rein. Und unser Produkt hat wie andere Premium-Essensprodukte, die er hatte, bei Netto nicht funktioniert. Und, ja, gut. Ja, also das hätte man vermuten können, aber man sollte diese Marketingmaßnahme auch nicht irgendwie wegnehmen, weil es steht auch dort.